Heute schauen wir uns wieder einmal im Krongut Bornstedt um, das ursprünglich als ein Mustergut der Hohenzollern galt. Im Krongut sieht es traurig aus. Wenig Händler und wenig Besucher. Außer einer Konditorei gibt es noch dieses Geschäft. Hier kann man den Königshof erwerben. In der oberen Etage befindet sich ein Zinnfigurenmuseum. Nach der Besichtigung bummeln wir noch ein wenig über das Gutsgelände. Thank you.
In der Hofbrauerei kann man die Gäste an einer Hand abzählen und das zur Mittagszeit. Gleich neben dem Krongut befindet sich der Friedhof Bornstedt, an deren Rande sich eine Kirche befindet, die, wie zu erwarten war, verschlossen ist. Auf dem Friedhof wurden viele Baumeister und Gärtner von Sanssouci beigesetzt. Eine Tafel, wo wer liegt, gibt es nicht. Deshalb irrten wir eine Weile auf dem Friedhof umher, bis wir das Grab von Peter Joseph Linné fanden, das in keinem gepflegten Zustand ist. Das Herz von Potsdam ist die Stadtanlage am Brandenburger Tor, erbaut 1770, und die Brandenburger Straße. Thank you.